In diesem Video möchte ich dir Wissen mitgeben, wie du für deine Webseiten nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig ausgibst. Wir werden uns mit den Fragen beschäftigen, wie viel Aufwand ist es wirklich, eine gute Website zu haben? Welche Kostentreiber gibt es für Webseiten? Und welche Verrechnungsmodelle sind am Markt und welche Vor- und Nachteile haben sie für dich als Unternehmer? Ich wünsche dir viel Spaß. Mein Name ist Sebastian Braske, ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Online-Marketing-Agentur ItHelps. Wir beschäftigen uns mit Google AdWords, Suchmaschinenoptimierung, Webseiten und Webshops. Warum kennen wir uns aus? Weil wir seit vielen Jahren Webseiten anbieten und uns mit dem Markt und mit unserer Konkurrenz sehr intensiv beschäftigen. Was kostet eine Website? Ich darf deinen lieben Website-Kollegen zitieren, den Ernst Michelek, der sagt, der stellt die Gegenfrage, wenn er diese Frage hört: Was kostet ein Auto oder was kostet eine Schnur? In dem Video werden wir es natürlich ein bisschen erörtern, sodass du ein perfektes Gefühl hast. Aus meiner Sicht kosten Webseiten aktueller Markt so zwischen 1.500 und 25.000 Euro. Das ist die Range. Ist eine Website um 1.500 Euro gleichwertig wie eine Website um 25.000 Euro? Kannst du dir denken, natürlich nicht. Was kostet jetzt aus unserer Sicht, aus Agentursicht, eine gute Website? Wie viel Arbeitsaufwand steckt dahinter? Was machen wir damit? Ich habe mir da einfach überlegt, oder wir haben da eine Checkliste auch, eine Auflistung Projektphasen, und die würde ich euch gerne näher bringen. Wir meinen, dass wir eine Webseite, eine gute Webseite, 45 Stunden Aufwand bedeutet. Wie viel Stundensatz wer hat, ist dann eher egal. Der Durchschnitt eines Stundensatzes wird irgendwo bei 110, 190, vielleicht so in dieser Range liegen. Also eine gute Website, kann man schon vorwegnehen, kostet auf jeden Fall zwischen 3.000 und 7.000 Euro wahrscheinlich herum. Das ist eine sehr gute Basic-Website. Ich erkläre dir gleich mehr. Aber wie sehen wir das? Also, wir nehmen an, wir brauchen, oder es hat die Erfahrung gezeigt, dass wir eben etwa 5 Stunden Kommunikationsaufwand brauchen. Weil du willst ja mit uns Meetings führen, du willst ja miteinander, dass wir miteinander sprechen, dass wir dich unterstützen und so weiter. Dann haben wir weitere 5 Stunden, wo wir über das Thema optisches Erscheinungsbild deiner Website sprechen. Wie schaut die Menüstruktur aus? Wir beraten dich da ja auch, was sinnvoll ist, was auch gut ankommt. Wir wissen das ja. Und dann das ganze Thema Inhalte sammeln. Wer liefert welchen Inhalt? Wer muss noch Texte schreiben? Wer stellt Bilder bereit? Das muss da einfach drinnen sozusagen organisiert werden. Dann haben wir etwa 15 Stunden für die Entwicklung. Also ich finde das eh relativ wenig. Von 45 Stunden sind 15 Stunden reine Entwicklung. Dann haben wir 5 Stunden Testing drinnen. Testing und Fehler korrigieren. Wie schaut die Website auf Facebook aus? Wie schaut die Website auf welchen mobilen Endgeräten aus? Weil das ja meist vom Template her kommt und nicht von unserer Programmierung. Das heißt, wir kaufen eine Programmierung und müssen das natürlich. Wir testen das im Vorfeld, da haben wir unsere Checklisten, aber dann gepaart mit deinen Inhalten müssen wir einfach schauen, ob das, wie gut das denn passt. Dann brauchen wir etwa 3 Stunden, dass diese Website online gestellt wird. Also wir haben einen 25-Schritt-Prozess, eine Website online zu stellen, weil da einfach aus unserer Sicht auf wahnsinnig viel geachtet werden muss. Beispiele, dass die Google-Suchmaschine darauf zugreifen kann, dass, falls es vorher eine Website gab, dass alle alten URLs mit dem neuen richtig weitergeleitet werden. Dann PHP-Versionsthemen, ob die Kontaktformulare passen und so weiter. Also das eine ist das aktive Hochspielen, das andere ist das Durchtesten dessen. Und dann haben wir noch 2 Stunden geplant, wo wir uns über das Thema, wo wir dich einschulen in deiner Website oder deine Mitarbeiter und wir ein bisschen Support mitliefern. Also wenn man Einzelpositionen sozusagen betrachtet, ist es an sich nicht viel, aus meiner Sicht. Und ich wüsste auch nicht, welche Stelle ich streichen sollte.
Also sollen wir weniger testen, sollen wir keine Schulung anbieten? Ist ja alles das, was man auch nicht streichen kann. Und dann kommen wir eben auf ca. 45 Arbeitsstunden für eine Website. Was sind generell Kostentreiber für Webseiten? Also wo geht das nach oben? Das erste ist einmal, ist das eine Website, die auf grüner Wiese erstellt wird? Also gibt es keine Website davor, weil es darum geht, wie viele Inhalte, wenn es eine Website vorher gab, wie viele Inhalte müssen wir von A nach B transferieren? Beispiel Blogartikel, normale Seiten. Ich habe das letzte Mal eine Website zum Abschätzen gekriegt. Der Inhaber dachte, kleine Website, alles gut, aber die alte Website hatte 900 Inhalte. So, 900 Inhalte. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, nur 3, 4, 5 Minuten brauche pro Inhalt das zu übertragen, 2, 3 Minuten, dann habe ich wahnsinnig viel Aufwand und fast 20, 30 Stunden Aufwand, nur die Inhalte zu übertragen. Natürlich kann man das immer probieren, automatisch zu migrieren und solche Dinge, um das so kosteneffizient wie möglich zu halten. Aber das ist ein Kostentreiber, egal wie gut man es lösen kann. Das nächste ist natürlich, wie viele Sprachen werden angeboten? Wir dürfen jetzt für eine Touristenattraktion in Wien, haben wir 10 Sprachen und machen den Website-Relaunch. Die Website ist relativ klein, besteht so aus 12, 14 Seiten. Wir haben 10 Sprachen. 140 Seiten müssen wir anlegen. Rechnen wir hier wieder mit 5 Minuten, da ist aber kein Testing, das kann nur kopieren, schnell Texte reingeben und so weiter sein. Dann kommen wir schnell auf 600, 700 Minuten, reden wir gleich auch von ein paar Stunden Aufwand. Also sprich, auch hier ist die Mehrsprachigkeit einfach ein Kostentreiber. Wie kannst du diese Kosten auch reduzieren, ist, dass du zum Beispiel sagst, im Content-Bereich, du übernimmst mit deinem Team diesen Transfer des Contents oder du mit deinem Team übernimmst das Befüllen der Website der Mehrsprachigkeit. Das ist deine Chance, hier einzusparen, wenn du sagst, ich und mein Team können hier viel auch selbst machen. Kostentreiber Nummer 3 ist, welche Funktionen sind gewünscht? Ich hatte eine kleine Website, wo man über einem, die an sich sehr simpel ist und aus 4 Seiten bestand, also 4 Content-Seiten, aber eine Funktion war drinnen, dass sich Menschen auf so einer grafischen Karte, es war so eine Art Kellerabteil, aussuchen konnten, sozusagen, welche Keller sind frei und welche nicht und sich dann einbuchen konnten. Diese Funktion alleine gab es leider nicht oder haben wir nicht das Plugin gefunden. Und somit müssen wir es programmieren. Wenn wir was programmieren müssen, kostet das einfach auch ein paar Stunden. Und dann ist man gleich mit 10, 20 Stunden hier dabei. Das heißt, die Basic-Website kommt dann noch einmal eben Sonderfunktionen dazu. Das ist ein Kostentreiber. Gibt es schon Plugins und ist man mit deren Funktionsweise zufrieden, dann erspart man sich natürlich, weil ein Plugin zu installieren, zu konfigurieren, dauert zwischen halber Stunde und 4 Stunden. Kommt darauf an, wie komplex es ist. Kostentreiber Nummer 4, und das ist auch der letzte Punkt, und zwar zu wem gehst du? Lässt du deine Website erstellen von einem Webentwickler? Ein Webentwickler hat ja für sich die Aufgabe oder die Sicht, dass die Website technisch perfekt funktioniert. Die sind aber vielleicht nicht immer Design- oder Conversion-stark. Das heißt, der beschäftigt sich natürlich auch, aber primär halt mit Programmierung und dass das System schnell funktioniert und das ist auch toll so. Aber eben vielleicht ist hier Design oder Verkaufsorientiertheit nicht der Fokus. Was ist, wenn du zu einem Webdesigner gehst? Ein ähnliches Thema, nur aus anderer Sicht. Die Website schaut vielleicht sehr schön oder vielleicht auch sehr einzigartig aus, aber vielleicht aus Conversion-Sicht relativ schlecht, weil wir Menschen mögen schon ein paar Standards. Das sind Tests und Studien, die das beweisen, dass einfache Menüstrukturierung und solche Sachen wahnsinnig wichtig sind. Und wenn ich 3 Stunden brauche, bis ich das Menü finde, dann ist das halt so ein Ding. Und natürlich kommt das auf den Zweck an, für was du die Website brauchst, aber soll die auch Anfragen generieren oder Verkäufe generieren, dann muss man sich damit beschäftigen. Und da ist die Frage, ob das der Webdesigner kann. Ich schließe das ja bitte nie aus.
und ein Webdesigner sagt, soll geil ausschauen. Mir egal, wie viel Aufwand das ist in der Entwicklung, weil das kann ja dann wahnsinnige Rechnung erzeugen beim Webentwicklungsspezialist, der dann sagt, okay, schönes Design, ich brauche aber 800 Stunden dazu. Und es kann vielleicht nicht conversion-orientiert sein. Und das andere ist eben, dass man zu einer Agentur wie wir geht, zu einem Conversion-Profi. Wir gehen jetzt gleich auf die Verrechnungsmodelle auch ein. Da wirst du das jetzt auch noch einmal dir begegnen, das Thema. Conversion-Profi, was macht der? Wir vereinen ein bisschen alle diese Welten. Das heißt, wir haben die Entwickler, die die perfekte Entwicklung liefern. Wir haben die Webdesigner, die das perfekteste Design liefern. Und wir haben Projektleiter oder Conversion-Optimierer, die sozusagen dir helfen, dich zu beraten, wie die Website aufgebaut werden soll, damit sie die meiste Anzahl an Kunden bringt. Ist eine dritte Rolle und eine dritte Sicht. Und ich denke, nur wenn alle drei Sichten in einem Projekt sind, dann ist das auch, kommt sozusagen das ideale Ergebnis raus. Braucht man immer das ideale Ergebnis? Nein. Das hat ja ein bisschen was zu tun, wie viel Budget du am Anfang hast, was du erreichen möchtest, wie sicher du bist, dass dein Geschäftsmodell funktioniert. Was ist überhaupt dein Ziel mit deiner Website? Eines ist schon ein Thema, deine Website ist das Spiegelbild nach außen, das heißt, andere Menschen werden dich aufgrund deiner Webseite beurteilen und schließen daraus. Also Beispiel, gehe ich auf einen Firmenwebsite und ich sehe, dass so SEO-Basics überhaupt nicht da sind oder so typische, weiß nicht, Kontaktformulare haben Fehler, nicht klare Menüs und so weiter. Dann weiß ich, okay, der legt nicht so viel Wert darauf, der hat jetzt irgendwie um wenig Geld eine Website ein bisschen ins Netz gestellt, that's it. Arbeitet der denn auch so? Also wie viel investiert der denn, wenn ich mit dem zusammenarbeite, in welche Bereiche? Oder wenn natürlich so Schreibfehler und so drin sind in den Texten, okay, das ist ein Signal für Schlampigkeit, kann ich denn damit leben, dass diese Person schlampig ist? Kommt auf den Beruf an. Gehe ich zum Herzchirurg, glaube ich nicht, dass ich so eine Webseite begrüßen würde. Ich würde nicht zu ihm gehen. Gut, kommen wir zum letzten Bereich. Sicher das Spannendste, wir reden um das Geld. Welche Verrechnungsmodelle gibt es? Weil es gibt mittlerweile mehrere am Markt. Und das Ganze müssen wir unterteilen in zwei Bereiche. Das eine ist natürlich, was ist die günstigste Website im Sinne von Geld, das man hergibt? Ist die Website, die du selber machst, also Kategorie 1. Website, die man selber macht, kostet kein Geld, kostet nur deine Zeit. Das dafür sehr viel. Wenn ein Profi 45 Stunden braucht, brauchst du bestimmt doppelt bis dreifache. Gibt es tolle Systeme und ist auch eine tolle Möglichkeit. Ich würde empfehlen, auch immer wieder entweder Lernmaterial, Budget für Lernmaterial einfach da vorzusehen. Das muss ja nicht viel Geld sein, 2-3 Bücher oder Kurse darüber. Und vielleicht einen Coach zur Seite stellen, weil Profis wie wir bauen im Jahr, weiß ich nicht wie viele Webseiten, du baust 1 bis 4 im Leben und somit ist sozusagen der Website-Profi natürlich hier, weiß viel besser, was funktioniert und ankommt. So, Kategorie 2, machen lassen. Aus meiner Sicht gibt es 2 Grundgeschäftsmodelle, die sich am Markt etabliert haben. Das eine ist, du bezahlst einmalig dafür, dass du eine Website bauen lässt und danach gehört sie dir. Liegt in deiner Verantwortung und so weiter. Aus meiner Sicht gibt es da 3 Preiskategorien in dieser Kategorie, einmalig dafür bezahlen. Das gibt so diese Low-Budget-Webseiten, die so 1.500 bis 2.500 Euro kosten. Super Basic-Website, meist fehlt so ein paar, wie soll ich sagen, Ladezeit, Google-Dinge, also da gibt es meist, finden wir tausende Themen, aber es ist grundsätzlich eine gute Visitenkarte im Netz. Das muss man sagen, 45 Stunden in 1.500 Euro hineinzupacken, kann nicht funktionieren. Gut, dann eben diese Conversion-optimierte Website, wo man sich eben anschaut, was macht die Konkurrenz, wie kann man sich davon abheben,
Wie stellt man seine USPs und seine Einzigartigkeit in den Vordergrund? Was für Dinge müssen unbedingt oben sein? Und das beratet man. Und da ist eben unsere Schätzung, dass es 3.000 bis 8.000 Euro die Webseiten in dem Bereich etwa kosten. Und dann gibt es so den Bereich darüber, dieser 8.000 bis 25.000 Euro Bereich. Das sind Webseiten, wo einfach wahnsinnig viel Wert auf Design gelegt werden. Also wenn man sagt, wir wollen, ich möchte ein individuelles Webdesign haben, dann kostet das Design etwa zwischen 1.500 bis 4.000 Euro. Wenn ich sage, ich will die Texte vom Profitexter haben, liegt man auch bei 1.000, kommt darauf an, wie viele Seiten und so und wie viel SEO muss drin sein, aber kostet auch mindestens 1.000 Euro bis, I don't know, glaube ich, keine Grenze. Und dann muss es ja entwickelt werden. Und natürlich sind Sonderanfertigungen ja grundsätzlich eben ein bisschen teurer. Das heißt, die High-End-Website ist wirklich der Maßanzug. Die Conversion-optimierte Website ist der perfekt passende Anzug. Und das Low-Budget ist der Herrenanzug, den man beim C&A bekommt. Ist nichts Schlechtes, aber jeder sieht es, dass es ein C&A-Anzug ist. Dann gibt es das zweite Modell, das ich am Markt am meisten mitbekomme. Das ist, ich zahle pro Monat ein Geld dafür, dass ich meine Website habe und vielleicht auch Marketing-Services drin irgendwie verstrickt. Und da gibt es sehr große Anbieter in Österreich und Deutschland, die das ja sozusagen sehr erfolgreich primär an Kleinkunden verkaufen und da Horden an Telefonverkäufer haben, um dieses Modell zu verkaufen. Ist grundsätzlich kein schlechtes Modell. Ich habe nur ein Problem mit dem Interesse. Wir haben auch lange überlegt, ob wir das anbieten wollen, weil wir immer im Sinne des Kunden versuchen zu arbeiten. Und wir haben das anders gelöst, das werde ich dir aber gleich erzählen. Weil natürlich muss man eine Website ja auch finanzieren können und Geld ist ja nicht endlos vorhanden. Das ist uns alles klar. Beim monatlichen Bezahlen muss euch nur eines bewusst sein. Diese Agentur, die das anbietet oder dieser Anbieter, der hat ein Interesse. Wenn die Website mal erstellt ist, wollen die so wenig wie möglich mit dir zu tun haben. Das heißt, wenn jetzt so laufende Wartung und so weiter da drinnen ist, dann wollen die natürlich so umso mehr Stunden oder Minuten oder Stunden sie aufwenden müssen für dich, umso mehr schrumpft die Gewinnspanne. Und das ist ein Problem im Interesse. Bei der einmaligen Website hat man einen gewissen Rahmen, da hat man das natürlich ein bisschen auch, aber wir machen das voll transparent. Würden wir super schnell sein, es bleiben 5 Stunden übrig, sind die 5 Stunden für weitere Tätigkeiten, nachdem die Website online ist. Das heißt, unser Ziel ist nicht irgendwie unseren Gewinn zu maximieren, sondern dich am besten zu beraten. Und die Frage ist, ob solche auf monatlicher Basis bezahlten Webseiten man dieses Interesse hat, weil in Wahrheit freut sich der Anbieter, wenn du dich als Kunde nicht meldest, keine Änderungen und keine Fragen haben magst. Und da ist die Frage, ob sie den Service Level, die Freundlichkeit und all das über Jahre lang halten können. Bei uns freue ich mich immer, wenn wer anruft oder wir uns, weil da ja ein Verrechnungsmodell, ein faires für beide Seiten vorhanden ist. Ich sage, es ist nicht schlecht, ich habe nur mit diesem Interessenskonflikt ein Problem. Wie haben wir das für uns gelöst? Man kann bei uns Webseiten und Webshops auch per Teilzahlung bezahlen. Vielleicht ist das auch das super Modell oder im Vergleich. Das heißt, dieses monatliche Bezahlen ist wie eine Wohnungsmiete. Es gehört auch meistens gar nicht die Webseite dir, das ist nämlich auch so ein bisschen ein Problem. Aber, oder das einmalige Zahlen ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Kreditrate jetzt das wieder das Richtige ist, aber der Hauskauf, der Hausbau, das Ding gehört dir mit allen Vor- und Nachteilen. Und natürlich kann man Wege finden, das zwischenzufinanzieren. Man kann das ja auch monatlich bezahlen, bis zu einem Punkt und dann gehört aber dir das Ding. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir Webseiten auf Einmalpreis verrechnen und aber dir Teilzahlung ermöglichen. Das war's zum Thema Webseiten und Kostenstrukturen. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Punkte für dich zusammengefasst und dir geholfen dabei, ein bisschen Orientierung zu finden.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du das auf LinkedIn, auf Facebook und so weiter teilen würdest, damit so viele wie möglich dieses Video sehen und nicht in diese Fallen tappen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank.